Das Internet ist riesig. So viele Menschen und so viele Daten. Das ist Charlie. Charlie ist oft im Internet unterwegs. Das macht echt Spaß. Doch neulich passierte dann etwas Seltsames. Du, ich kenne dich. Hm? Charlie, ich weiß genau, wer du bist. Was? Das kann gar nicht sein. Ich kenne dich nicht. Du bist Charlie Radau. Du wohnst in der Krachmacherstraße 33. Deine Handynummer endet auf 788. Du hast am 21. Oktober Geburtstag. Du bist schwer verliebt in Alex. Letzte Woche hast du dich mit deinem Vater gezofft. Na, soll ich weiter erzählen? Auweia, oh Schreck, woher weiß der das alles? Wie kann das sein? Oh je, Charlie. Da hast du wohl zu viel über dich im Internet verraten. Mal sehen, wo der Typ all diese Informationen über dich her hat. Welche Datenspuren hast du hinterlassen? Ah ja, du hast im Freundschaftsnetzwerk mitgemacht und alles ausgefüllt. Ein komplettes Profil. Aber die Sicherheitseinstellungen hast du nicht geändert. So konnte jeder deine Einträge sehen, nicht nur deine Freunde. Ach, guck mal, hier hast du beim Schnapp-ich-mir-Gewinnspiel mitgemacht. Super Preise. Aber hast du etwa erlaubt, dass deine persönlichen Daten weitergegeben werden dürfen? Hier hast du wohl im Messenger gechattet. Doch in der Chatgruppe konnten auch Fremde mitlesen, was du schreibst. Daten verraten viel über dich. Wenn man nicht auf seine Daten achtet, kann jeder Dinge erfahren, die eigentlich nur dich etwas angehen. Und es kann so einiges passieren, was einem gar nicht gefällt. Stellst du ein Foto ins Netz, kann es jeder weiterverbreiten. Wer vergisst, dass im Internet viele Fremde mitlesen, muss mit so manchem Überraschungsbesuch rechnen. Wenn du dein Passwort weitergibst, verlierst du die Kontrolle. Und das kann teuer werden. Das könnte tatsächlich alles passieren. Da ist es doch wirklich besser, erst nachzudenken, was man über sich verrät. Obwohl es Gesetze zum Datenschutz gibt, muss sich jeder auch selber schützen. Erst überlegen, dann posten. Und wie gehst du mit deinen Daten um? Mach es wie Charlie und schütze deine Daten. Ich will deine Daten. Charlie, lass mich rein. Charlie, hörst du nicht? Nein, meine Daten sind meine Sache. Klick dich schlau auf seitenstark.de.